TSV zuletzt mit dem 4:0 gegen den TSV Bogen, also durchaus mit Selbstvertrauen, und der SV Heimstetten derzeit in der Krise. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen, das natürlich zu wenig, wenn es wieder hochgehen soll. Wir machen den Auftakt in der zweiten Spielminute. Eckball für Rosenheim. An den Ball kommt Josip Tomic und der fackelt nicht lang. 1:0, der Gastgeber direkt in Führung. Heimstetten noch nicht sortiert und Tomic nagelt das Ding unter die Querlatte. Wir bleiben weiter in der Anfangsphase des Spiels. Der Gastgeber mit viel Platz und Druck in der gegnerischen Hälfte. Heimstetten gedanklich überhaupt nicht anwesend. Klasse gespielt, wieder Tomic drin, 2:0. Sensationell rausgespielt, aber auch viel zu einfach. 8. Minute, der Doppelschlag von Tomic. In Minute 32 geht's wie folgt weiter. Majdančević vergibt, aber Tomic vollstreckt. Josip Tomic mit Saisontor Nummer 3 und einem Küsschen für den Co-Trainer. Der eben gescheiterte Daniel Majdančević auch kurz vor dem Seitenwechsel alles andere als glänzend. Sorry. Josip Tomic. Ja! Schoss Josip Tomic dann ein zum späteren Endstand. Dieser kurze Hankovener Blackout vor der Pause ist aber durchaus erklärlich. Von Beginn weg fehlten urlaubs- bzw. krankheitsbedingt schon einige.